Es besitzt das größte Schwimmbecken in ganz Deutschland, das Brentanobad. Doch wie entstand das eigentlich? Bereits um 1770 wurde am Ufer der Nidda für einen preußischen Beamten ein Landhaus mit Garten errichtet. 1808 kam das Areal dann in den Besitz des Frankfurter Kaufmanns Georg Brentano, der es durch Zukäufe erweiterte. 1926 dann erwarb die Stadt Frankfurt das Gelände und wandelte es in ein Naherholungsgebiet für die Frankfurter Bevölkerung um. Bis 1930 entstand dann im nördlichen Bereich das Brentanobad als Flussschwimmbad in einem Altarm der Nidda. Doch aufgrund der sinkenden Wasserqualität wurde das Schwimmbad dann in den 1960er Jahren von der Nidda getrennt und das Becken komplett umgebaut. Ein mit Steinen ausgekleidetes Beckenbad entstand und wurde 1966 eröffnet. Was es aber seit jeher blieb, in den warmen Monaten eine beliebte Anlaufstelle für Frankfurts Bevölkerung. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao!